Classic Blues kommt als vorletzter Kandidat heran, hat seinen Startplatz bezogen. Allianz ist die letzte Kandidatin, die einrücken muss. Die Ransom Award-Tochter ist Startklar. 2400 Meter für den Preis der RTL-Stiftung. Wir helfen Kindern, sind die Pferde auf der Reise. Winley ist gut auf die Beine gekommen mit Adolfo und an der Innenseite Aitutaki und von außen versucht sich dann Manchurian eine gute Position im Vorderfeld zu sichern. So geht es zum ersten Mal an ihnen vorbei. Adolfo hat das Kommando, führt vor Manchurian, dann eine Gruppe mit innen Aitutaki, Winley, Sign, noch weiter außen Colonel Kirk ab, dann Glamour Girl, dahinter sehen wir Allianz und Classic Blues am Ende des Feldes. So geht es in den Iffelsheimer Bogen in diesem Moment hinein. Adolfo hat das Kommando, führt vor Sein in zweiter Position. Dahinter sehen wir innen Manchurian, außen ist es Colonel Kirk ab. Fünftes Pferd, Aitutaki, wird begleitet von Winley in sechster Position. Siebtes Pferd ist Glamour Girl, achtes und vorletztes Pferd Allianz und am Ende des Feldes Classic Blues. Mit Beginn der Gegenseite Adolfo und Philipp Minarik, der vor gut einer halben Stunde ja bereits erfolgreich war, die diktieren die Pace mit anderthalb Längen vor Sign. An der Innenseite Manchurian mit Dennis Schürgen im Sattel, außen sehen wir Winley mit Franco da Silva, der drückt da früh auf das Tempo, muss man sagen. Colonel Kirk ab unter Alex Peaches fünftes Pferd, Aitutaki mit Josef Boyko, dann Allianz mit dem viermaligen deutschen Champion Eduardo Pedrosa, Classic Blues hat sich verbessert mit Ian Ferguson und letztes Pferd Glamour Girl. Gleich ausgangs der Gegenseite sind das keine fünf Längen, die Kandidaten hier trennen. Adolfo hat nach wie vor das Sagen. Winley in zweiter Position, Manchurian, Sign, dann Colonel Kirk ab vor Allianz, hat sich außen ein wenig verbessert. Classic Blues noch im hinteren Drittel des Feldes auszumachen. Das gleiche gilt für Aitutaki und für Glamour Girl. Durch den Schlussbogen geht es hindurch in Richtung der Zielgeraden. Adolfo an der Innenseite, Manchurian auf kürzestem Weg. Winley lässt sich anfassen. Sign liegt auf der Lauer. Aitutaki, dann Allianz, Colonel Kirk ab. Classic Blues braucht die Lücke und dann Glamour Girl. Mit Beginn der Zielgeraden, Manchurian übernimmt das Kommando. Manchurian führt vor Sign an der Innenseite. Aitutaki, Winley, Colonel Kirk ab. Dann versucht Glamour Girl nachzusetzen. Ganz an der Innenseite Classic Blues. Manchurian ist vorne. Manchurian, Sign, Glamour Girl. Setzt nach, ganz an der Innenseite kommt Classic Blues. Glamour Girl ist vorne mit außen Manchurian. Classic Blues an der Innenseite wird noch richtig schnell. Glamour Girl, Classic Blues an der Innenseite versucht das Blatt noch zu wenden. Glamour Girl vor Classic Blues. Glamour Girl steht nach Hause und gewinnt gegen Classic Blues. Und dann Manchurian vor Sein, vor Aitutaki, vor Winley bis hin zu Adolfo. Der vorläufige Einlauf für das zweite Rennen des Tages, Preis der RTL-Stiftung, wir helfen Kindern. Siegreich war die Programmnummer 8, Glamour Girl mit Maxim Pischer. Zweites Pferd die 4, Classic Blues, unter Ian Ferguson und auf Platz 3 die 2, Manchurian mit Dennis Schürgen. Vorläufig heißt das also im zweiten Rennen des Tages 8, 4 und die 2.